Einen wunderschönen guten Tag und hallo zur ersten Folge in dieser Woche Bergisch Land in einer etwas kleineren Besetzung mit dem Krieger und dem Paul heute nur. Hallo. Moin. Der Max ist verhindert, Geburtstagsfeier, wenn ich das richtig gehört habe, verstanden habe. Gut möglich. Ja. Habe ich nicht mitbekommen. Ja. Oder so halbe. Unschwer zu erkennen, ich bin bei der Zuckerrübenernte. Feld 5 ist erntereif. Nicht nur Feld 5, Feld 12 wäre auch, Feld 14 wäre auch erntereif. Feld 12 gehört mir nicht. Feld 12 sind Kartoffeln drauf, die werde ich schwierig ernten können hier mit dem Grimme Zuckerrübenernte. So, die Zuckerfabrik läuft nach wie vor, aber es ging so langsam die Zuckerrüben aus. Und wir sorgen jetzt für Nachschub. Was macht ihr beiden denn so Feines? Pro einsammeln und nachsehen. Nachsehen? Ja. Okay. Nachsicht ist besser als Vorsicht, oder wie man das? Wow. Nein. So. Ich tue meine Felder düngen, kalken, ansehen. Wiesen ernten. Wiesen ernten, ja. Wiesen habe ich schon gemäht vorab, weil der Max wollte gerne Klee frisch haben. Deswegen sind meine Wiesen schon 1, 8 und hier die an Hof anliegenden Wiese schon gemäht. Und der gute Max hat da schon das Klee frisch abgeholt. Dann muss ich mit ihm noch einen Preis ausmachen, wenn er wieder da ist. Ah, komm. Ja, ist was kaputt war. Er hat die äußere Bahn nicht so schön genommen, muss ich sagen. Da hat er doch immer so eine Spur stehen gelassen. Aber ich glaube, da kommt genug Ertrag drüber bei Zuckerrüben. Wenn ich mir das so angucke. Ja. Es ist das kleinste Problem. Ja, das größte Problem, das habe ich mit Paul eben schon besprochen, der hat ja auch die Zuckerfabrik und hatte sich mal einen Grimme-Rode auch schon geliehen, dass das Tankvolumen von dem nur bei 6000 Liter ist, dass du im Grunde permanent mit dem Abfahrer nebenher fahren musst. Das ist irgendwie nicht so schön gelöst. Aber ich vermute, im LS22 wird es neue Geräte geben und werden die Problematiken etwas anders sein. Oder was meint ihr dazu? Weiß ich nicht, was im LS22 ist. Ah, da kommen bestimmt neue Versionen von den Geräten. Überleg mal. Ja, also Kartoffelernter und so kann schon sein, auch Traktoren weiß ich nicht. Da gibt's wahrscheinlich wieder ein paar gleiche. Ja, aber neue Versionen von den Modellen. Ja, aber jetzt nicht irgendwie Tankvolumen oder so verändert. Nein, das Tankvolumen wird nicht verändert, nein, aber... gibt dann die neueste Variante vom Fan, vom John Deere, vom Klaas, was auch immer. Gut, aber es kommen auch nicht alle 3 Jahre eine neue Kartoffelernte-Maschine raus. Nee, das stimmt. Vielleicht sind sie etwas hübscher modelliert. Vielleicht auch halt eine neue Marke oder so, aber... weiß ich gar nicht. Ich kenne keine anderen Marken von Zuckerrübentechnik oder... Kartoffeltechnik als die, die wir hier im Spiel haben. So. Das läuft doch schon mal ganz gut hier. Die Kurven lässt er natürlich stehen, was, naja, aber Itzgenschwund ist immer, ne? Theoretisch kann ich das nachher noch mal einfahren, wenn ich das möchte. Ja, ich bin da dann auch zum Schluss, wenn er fertig war, die Kurven noch mal rumgefahren. Mhm. Also quasi von der Mitte nach außen, gerade in die andere Richtung, muss ich gerade. Dann ging das eigentlich ganz gut. Ist ja sonst eine mühselige Arbeit, muss man ja sagen.
Ja. Da Rüben ernten. Noch früher alles von Hand gemacht. Ja, das war noch mühseliger, aber war man bestimmt nicht alleine. Nee, kann dir nicht. Ja, wichtig, dass meine Zuckerfabrik läuft. Das ist ganz wichtig. Und meine Schäfchen brauchen auch was, aber die sind fast voll mit Zuckerrüben. Also wird der Großteil ins Silo gehen. Oder in die Schüttguthalle, besser gesagt. So, ich könnte jetzt eigentlich einmal noch hier anhalten. Und nochmal eine Runde düngen. Nebenbei. Wie ich das nebenbei hinkriege. Schauen wir mal. Das ist der Nachteil, dass der Tank immer sehr schnell voll ist. Könnte einen Modder bestimmt hochsetzen, aber das wäre dann ja auch nicht mehr so realistisch, ne? Weiß nicht. Hast du dir jetzt einen Häcksler gekauft, Paul? Ich habe mir jetzt einen Hexer gekauft. Welcher ist es geworden? Es ist ein Glas Jaguar. Aber nicht der Terra Track. Nein, kein Terra-Track. Und es ist auch nur 69 und kein ganz großen. Aber das ist ja eh nur die Motorausführung. Reicht aber trotzdem. Boah, weiß ich Passt. nicht. Es ist, glaube ich, nur 9 km gefahren, aber. Kann man ja jederzeit noch hochschrauben, wenn man das Geld dazu hätte. Ja. Große Minus habe ich gesehen. Ja, ist es bei mir nicht normal? Du warst der sehr viel Plus hatte. Ja, hatte ich ja auch, aber das schwankt bei mir ganz schnell wieder. Ich habe jetzt ganz viel im Silo, ich habe ja Saatgut und alles da. Würde ich meine Sachen hier verkaufen können, dann hätte ich wieder mehr Geld. Nee, das schon ganz anders aus, sagst du, ja. Ja, ich halte mich gerade ein bisschen schwierig auf, muss ich sagen, mit Geld. Aber Max muss mir ja was geben für die Klee, für die Frischklee. Dann kommt natürlich wieder ein bisschen was rein, ne? Wenn der alles weggefahren hat, waren das doch bestimmt 300.000 Liter. Weiß es nicht. Auch nicht. Wie viel hattest du letztens weggefahren von mir, Paul? 150? 160? 170 knapp waren das, glaube ich, sogar. Ja, So und ich habe in irgendwas. mein eigenes Silo habe ich noch knapp 200 drin gehabt. Also sind das 370, wenn er die beiden Wiesen da weggefahren hatte. Ungefähr. Da Da rechnen kommt jetzt eine. noch 10% drauf für sein Sliermittel. Das ist ja auch. Kriege ich gut Cash von ihm. Wenn es am Ende 300.000 waren oder so. Muss er mit seinen Kartoffeln mal ein bisschen Geld verdienen. Aber da hat er mir ja schon die Pacht hat er mir schon bezahlt fürs Feld. Aber wird Zeit, ja, dass er mal damit Kohle macht. So, wichtig, dass die Wiesen wieder gedüngt werden. Ich weiß nicht, aber Max setzt sich, glaube ich, schwer mit Vergrößern bei seinem Hof, weil der Teil Kartoffel, der geht halt nun mal nicht viel schneller. Musste ja alles die ganze Zeit durch die Gegend schaufeln. Aber er hat es sich ja so selber ausgesucht. Er wollte ja unbedingt Kartoffeln machen. Ja, das ist richtig. Muss er sich einen Helfer einstellen? Sozusagen. Also einen von uns mieten, bei uns dreien.
Also ein bisschen nebenbei kann man machen, man muss immer schnell springen wieder, sag ich mal, ne? Wenn du das sagst, dann Ja. das soll so sein. Aber ich muss jetzt einmal abgeben, auf jeden Fall. Der Anhänger ist gleich voll. Einmal habe ich schon weggefahren. Drehe ich doch hier mal. Gott sei Dank ist ja meine Zuckermühle nicht weit sozusagen. Meine Zuckerfabrik. Aber der 700er hat doch ganz schön zu kämpfen vor dem großen Anhänger. Der ist ja jetzt nicht gerade klein, ne? Nee. Geht schon Richtung Obergrenze auf den deutschen Definitiv. Straßen. Aber den großen brauche ich ja vom Roder, ne? Weil ich hatte diesen Reisch, den wir auf der Ja. Oberbayern schon hatten, nur in Schwarz. Das fand ich eigentlich auch ganz schick. Und ohne Aufbau. Hauptfarbe Grau, So, Design jetzt ist die Schwarz. Zuckerfabrik auch voll. Passt natürlich auch gut zu deinem Fan, ne? Ja, das. Ja, gut, es war am kleinen Fan, weil der große am Ruder war, aber. Das ist auch ein schöner Anhänger, den habe ich so vorher irgendwie noch nie mehr zusammengebaut. Weil ich habe den ja auf der Oberen Bayern, habe ich ja ab und zu mal die Farbe von dem geändert. Ja, auf Kosten der Nerven von Max. Ja, richtig. Was das denn immer sollte. Hätte mir die Farbe geändert. Ja, man muss so ein bisschen Abwechslung mit reinbringen. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich fand den halt, war. In dem Grün und Rot war, glaube ich. Als wir ihn hatten, das waren halt beide so Farben, die waren. Grün ist, glaube ich, auch die Standard-Reichsfarbe. Ja, die haben wohl dazu gepasst, aber irgendwie. Irgendwie was. Irgendwie waren die nicht ganz so schön wie das Grau. Nee. Zum Anhänger Ich haben sie zeig dir mal gepasst, schnell den aber die Reisch. Farbe selber Was war. denn? Da ist der Reisch. Das war ja in Grau. Du hast gesagt, in was hast du gemeint? Schwarz? In Grau und In mit dem Grau. schwarzen Design, also die Aufschrift. Ja. Und dann hatte ich ihn ohne Aufbau, weil ich wusste nicht, ob es zu hoch ist. Das war eigentlich So, und jetzt wisst ihr auch, gar worüber nicht wir ganz reden, schlimm. welchen Flieger oder Anhänger. Erstmal schnell zu Ende düngen. Habe ich heute mal alle meine drei Traktoren hier im Einsatz, Mensch. Der Waldra ist ja sonst nur zum Düngen und zum Unkraut vernichten da. Aber so hat jeder seine Aufgabe. Krieger, du hast zwei Traktoren auch, ne? Ja. Paul hat auch Einen zwei. nehme ich. Paula 3, oder? Ich habe zwei Radlader und Häcksler. Also vier selbstfahrende Fahrzeuge. Oh. Max hat, glaube ich, mehr, oder? Der hat sich jetzt noch einen gekauft, ja? Den JCB Fast Track MB Truck Edition da. Und ich hatte ja von vornherein drei Stück gekauft. Er hat aber auch noch einen Unimog, ne? Er hat einen MB Truck, einen Unimog, einen 500er Fendt, jetzt den Fast Track. Dann hat er schon vier Fahrzeuge, ne?
Wer es braucht, der braucht's. Ja, und er hat noch ein Merlot. Was hat er noch? Keine Ahnung. Ich habe natürlich auch einen Radlader, den hatte ich ja auch rechtzeitig umgetauscht in den größeren. So ein Drescher hat er noch so halbe. Einen halben Drescher. Einen halben Drescher. Ich habe gar keinen. Aber was soll's. Ihr seht ihr im Übrigen auch seinen Fast Track, JCB Fast Track MP-Track Edition. Wir fahren gerade eine Runde dran vorbei. Er hat ja hier von meinem Feld hier die Klee frisch geholt. Da steht das gute Stück. Ist schon nicht schlecht. Ich habe auch schon geliebäugelt, was ich jetzt nächstes kaufen könnte. Ob ich noch einen Fan nehme, weil ich jetzt schon zwei Fans habe. Oder ob es doch was anderes wird. Unschlüssig, unschlüssig. So, wie viel haben wir denn schon von Feld weg? Na gut, die Kreise werden ja immer kleiner, ne? Ich habe viel Vorgewände eingestellt. Aus Sorge, dass er sich sonst verhaspelt irgendwo immer. Vier Vorgewände nur? Nee, über 10. Viele Vorgewände, hatte ich gesagt. Ach, viele. Ich glaube 12 habe ich gemacht, glaube ich. Ja, das ist halt wenig Arbeitsbreit, ist sehr lange, da brauchst du halt... Der große Trecker, der... Deinem Radius da. Ich hatte auch ein paar und direkt neben dem Feld waren Zaun und die ganze Zeit ist er gegengefahren. Ja, unten an der Seite, da ist der Zaun und der Weg. Ich weiß nicht, hatte ich ein bisschen Sorge, habe ich gedacht, komm, mach mal mehr als 10 Vorgewände auf jeden Fall. Ist danach aber auch kalken, ne? Hast du schon geguckt oder was? Ja, ich hab. Ja. Das ist irgendwie gerade offen, deswegen habe ich es gesehen. Ja, muss ich. Hast du recht. Also kein Problem. Kalk habe ich noch genug da. Ich habe ja für die Zuckerfabrik ein bisschen viel gekauft, wie man hier sieht. Das liegt hier ja noch alles. Ich habe hat sich nicht... einer verkalkuliert. Ja. Ich habe nicht geguckt, wie viel wie Kalk ich brauche. Und es gehen nur 4000 Liter in die Zuckerfabrik. So, jetzt ist hier interessantes Rückwärtsfahren angesagt bei mir. Ach so, ja, du hast ja eine Art von Drehschema. Ja, ja. Ich habe ja im Grunde einen Auflieger mit Dolly und. Ja. Wollte ja eventuell noch eine Zugmaschine dazu kaufen für den, aber. Ob ich das noch mache, weiß ich nicht. Oder vielleicht nehme ich auch, es gibt den Daimler auch als Dreiachser ohne Dreh, genau. ohne Dolly dann. Weiß nicht, ich habe es mir auch angeguckt, aber... So. Sehr schön, während ich hier ablade, was hervorragend klappt, könnte ich auch die Folge schon mal abmoderieren. Denn das war die Montagsfolge Bergisch Land. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen und Mittwoch 15 Uhr kommt die nächste Folge Bergisch Land. Da wird dann eigentlich die nächste Hofbesichtigung stattfinden. Lasst euch überraschen. Wir schauen mal. Kommentieren nicht vergessen. Link zu Discord und Instagram in der Videobeschreibung. Wie gehabt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, ich bin raus. Tschüss. Tschüss.